Du wirst den Anfang eines neuen Zeitalters sehen. Mit The Secret World hat sich Funcom in die Moderne getraut. Das MMO spielt in der heutigen Zeit, fügt jedoch Magie, Monster und Verschwörungstheorien hinzu. Die Charaktere agieren als Ermittler und Soldaten von drei mächtigen Geheimgesellschaften, den Illuminati, den Templern und der asiatischen Organisation der Drachen. Mit magischen Kräften und verschiedenen Waffen ausgestattet, geht es sowohl gegen die Konkurrenz als auch gegen Zombies, Dämonen, Mumien und Vampire. Dieses erfrischend andere Setting ist die große Stärke von The Secret World. Funcom kann großzügig mit Popkulturanspielungen und Verbindungen zur realen Welt arbeiten, die die NPCs bewusst in ihre Texte einfließen lassen. Und die Auftraggeber und Nebenpersonen haben einiges zu erzählen. Jede über einen NPC angenommene Quest wird mit einer vertonten Szene belohnt, in der jede dieser Figuren einen einmaligen Charakter beweist. Ob das nun der Teenager inmitten der Zombie-Apokalypse ist, der dank Horrorfilm perfekt auf die Situation vorbereitet ist, oder das sich kabbelnde Agentenpärchen einer anderen Organisation. Allein unser eigener Charakter bleibt konsequent stumm, aber auch darüber macht sich das Spiel bewusst lustig. Die Quests selber bieten etwas mehr Abwechslung als nur gehe nach X und töte Y. Natürlich gibt es auch rein solche Aufgaben, aber andere Kategorien schicken uns auf Schleichmissionen, bei denen es rein um Geschick und Timing geht, oder stellen uns umfangreiche Rätsel. Bei letzteren gibt es auch in der Regel keine Questmarker. Wir sind auf uns allein gestellt, wenn wir kryptische Gedichtzeilen, Andeutungen der Questgeber oder geheimnisvolle Symbole entschlüsseln sollen. Häufig hilft uns dabei nur die Internetrecherche weiter und praktischerweise gibt es einen direkt ins Spiel integrierten Browser für die, die das Fenster nicht verlassen wollen. Zu diesem Zweck hat Funcom auch extra Fake-Seiten zu nur im Spiel existierenden Firmen und Organisationen erstellt, auf denen man nach Hinweisen suchen kann. Wer gerne rätselt, kommt hier voll auf seine Kosten. Als schöne Details werden uns Computerbildschirme, Zettel und SMS auf Handys direkt als Bilder präsentiert, die wir auch immer wieder aufrufen können. Das erzeugt deutlich mehr Stimmung als eine nüchterne Beschreibung im Questtext. Wenn es dann aber doch um das reine Monsterschlachten geht, setzt Funcom auf eine begrenzte Skillauswahl, die uns nur 7 aktive und 7 passive Fähigkeiten im Einsatz erlaubt, auch wenn wir praktisch jederzeit wechseln können. Die Skills können immer aus 2 Waffen oder Magietypen ausgewählt werden, die man aktuell ausgerüstet hat und zwischen denen man blitzschnell umschaltet. Grund für die Beschränkung ist, dass jeder Charakter in The Secret World alle der über 500 Fertigkeiten erlernen kann. Es gibt keine Klassen, die uns die Fähigkeiten vorgeben, sondern ein umfangreiches Skillrad, in dem wir uns Stück für Stück neue Tricks kaufen. Dazu investieren wir sogenannte Anima-Punkte, die wir in regelmäßigen Abständen durch Quests oder allein durch Kämpfe erhalten. Es gibt also nicht direkt Stufen, sondern nur diese Schwellenwerte, bei denen es neue Punkte gibt. Neben den Anima-Punkten für die Fähigkeiten sind es auch die selteneren Skill-Punkte, mit denen man den Umgang mit einer Waffe oder anderen Ausrüstungsgegenständen verbessert. Statt Level kann man den Fortschritt eines Charakters nur sehr viel vager durch seine Ausrüstung, die es in verschiedenen Qualitätsstufen gibt, und durch den Erfolg gegen verschiedene Monster einschätzen. Da diese auch keinen Level besitzen, ist es oftmals ein Vorgang von Trial and Error herauszufinden, ob man in einem Gebiet schon vorankommen kann. Allein eine grobe Einschätzung bei Quests in dem entsprechenden Bereich in einfach, normal, schwer, sehr schwer und so weiter gibt uns da einen Anhaltspunkt. Das erzeugt das Gefühl, nicht so sehr an der Hand genommen oder gegängelt zu werden und kann überraschend zu sehr taffen Kämpfen führen. Die Monster in The Secret World sind häufig kein reines EP-Futter, zahlreiche frei herumlaufende Mobs haben Flächenangriffe und Sonderfähigkeiten, aus denen man per Ausweichenfunktion rasch verschwinden sollte. Glücklicherweise sind alle Skills auch in der Bewegung ausführbar, sodass der Zwang zur ständigen Bewegung weder Krieger noch Caster benachteiligt. Das PvE ist somit anspruchsvoll und erschwert ein simples Durchrushen. Tatsächlich setzt Funcom auch sehr auf diese Levelphase ohne Level. Aller Content ist schon als potenzieller Endcontent gedacht, da nahezu alle Quests wiederholbar sind und man auch immer noch Animo-Punkte zum weiteren Ausbau erhält. Ansonsten bieten sich noch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der 8 Dungeons für 5 Spieler. Ein Raid ist erst für Ende August angekündigt. Bis man sich jedoch durch alle Gebiete gearbeitet hat, kann man schon ein paar hundert Stunden investieren. Leider sind die Gebiete nicht allzu abwechslungsreich. Die unterschiedlichen Zonen, eine Insel vor der US-Ostküste, Ägypten und Transsilvanien, sind zwar ausgesprochen stimmungsvoll gestaltet, aber es sind eben nur 3 übergreifende Zonen, in denen sich die einzelnen Gebiete sehr ähnlich sehen. Das PvP zwischen 3 Fraktionen, eben Templer, Drachen und Illuminati, bietet uns 2 Schlachtfelder und ein persistentes Kriegsgebiet, wobei eines der Schlachtfelder, Stonehenge, sehr klein ist und praktisch null Taktik erfordert, da es nur um das Halten des inneren Bereichs geht.
Die Karte von Eldorado hingegen ist extrem verwinkelt und setzt auf ein abgewandeltes Capture-the-Flag-Prinzip. Sobald man eines der gesuchten Relikte aufgenommen hat, zählt schon der Ticker. Aber auch wenn man sie absetzt, gelten sie noch als der eigenen Fraktion zugehörig und geben darüber hinaus noch Boni in einem gewissen Radius. Am interessantesten ist allerdings das Fusang-Projekt, das persistente Kriegsgebiet, in dem in einer chinesischen Stadt einzelne Gebäude oder Respawn-Punkte eingenommen und gehalten werden müssen. Dabei stellen sich euch mächtige NPC-Golems in den Weg, die bezwungen werden müssen, um eine Anlage zu erobern. Gehaltene Punkte bringen dabei Boni für die gesamte Fraktion auch außerhalb des PvPs. Generell gibt es keine unterschiedliche Ausrüstung für PvP und PvE. Jeder kann nach Belieben wechseln und erhält nur eine passende Fraktionsuniform mit standardisierten Boni. Grafisch ist The Secret World vielleicht nicht umwerfend, setzt aber auf die überzeugende Engine, die auch für Age of Conan verantwortlich ist. Die Gebiete und Gegner sind detailreich und stimmungsvoll gestaltet, nur die Animationen unserer Charaktere wirken unnötig steif und bieten wenig Abwechslung. Der Sound ist praktisch perfekt für ein Horrorszenario. Schlurfende und stöhnende Zombies, wispelnde Geisterstimmen und der düstere Soundtrack bieten eine stimmige Klangkulisse für unser Abenteuer. Für die weitere Finanzierung setzt Funcom auf eine mit knapp 15 Euro vergleichsweise hohe Abogebühr und bietet zusätzlich noch einen Shop an. Dieser enthält zwar nur reine Vanity-Items wie Kleidung und Pets, diese aber doch gegen gesalzene Preise. 10 Euro kann man schon mal für ein Set Klamotten bezahlen. Natürlich gibt es neue Kleidung auch im Spiel als Questbelohnung oder gegen Ingame-Währung, aber die wirklich schicken Sachen kosten reales Geld. Das hinterlässt durchaus einen leicht bitteren Nachgeschmack. Immerhin verspricht Funcom dafür regelmäßige Updates, jeden Monat sollen neue Quests und andere Spielinhalte kommen, in der Ankündigung jeweils aufgemacht wie eine Ausgabe eines Comics. Gerade die nach dem Anfangsgebiet eher dünn gesäten Rätselquests sollen so schnell zahlreicher werden. Hoffentlich werden in diesem Rahmen einige noch bestehende Bugs ausgemerzt, wie das launische Chat-System oder Questhänger, die bislang oftmals nur durch das Wechseln der Instanz umgangen werden konnten. Auch die Gilden-Features könnte man dann erweitern, denn bislang bestehen diese praktisch nur aus einem eigenen Chat-Kanal. Insgesamt überzeugt Secret World durch seine Story und Welt und bietet im Bereich Quests und Charaktersteigerung interessante neue Ansätze. Insgesamt beträgt die Spielspaß-Gesamtwertung aber wegen technischer Mängel und einiger kleiner Fehler 76%.